Carsten Wilhelm von Dillinger Hüttenwerk. Die Frage an Sie geht im Grunde in eine ähnliche Richtung. Was hat Sie dazu bewogen, sich an so einem Projekt Digimob 4.0 Industrie zu beteiligen? Also auch wir als Stahlholding bemerken, wie alle anderen Unternehmen auch, dass es von Jahr zu Jahr schwieriger wird, qualifizierte Fachkräfte und auch Auszubildende zu finden. Also wir sehen da ganz klar, dass auch Bewerberzahlen stark zurückgehen. Und deswegen müssen wir natürlich auch neue Wege suchen. Mit Frau Mörsdorf gibt es ja seit vielen Jahren einen guten Kontakt auch über Herrn Wendler, der bei uns den Bereich Außenweiterbildung leitet. Und so ist dann auch der Kontakt zu Ramona Hess zustande gekommen. Sie hat im vergangenen Jahr das Projekt bei uns vorgestellt und wir haben uns sehr gefreut, dass wir trotz Corona-Einschränkungen im vergangenen Jahr dann auch die erste Teilnehmerin bei uns in Dillingen im Unternehmen haben konnten. Wir haben gute Erfahrungen gemacht. Sie war im Bereich Netzwerk und Kommunikationstechnik eingesetzt, der bei uns natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Mit Blick auf Themen Industrie 4.0 und Digitalisierung. Und deswegen haben wir mitgemacht und deswegen werden wir auch in Zukunft gerne weiter dabei sein.